Hasta la Bonzuwa, Muchachos! Puh, wir melden uns zurück mit Rainbow Six Siege Ranked. Zusammen mit Mabossa und Bolek sind wir hier am Stissel, die Yacht unsicher machen. Rolle! Mit heute HDN, ein kleiner Threesome hier. Und Yacht, jawohl, er glänzt. Wo gehen wir hin? Ich gehe dahin. Ja genau, auf Yacht zocken wir, Muchachos, die Saison. Season ist ja bald zu Ende. Wir schaffen es dieses Mal auf jeden Fall nicht im Platin. Oh, sorry, wenn ich noch durchsuchte, dann schaffe ich Vollgas. Ja, genau. Ja, okay. Ja, Marvin, okay. Wir könnten es auch schaffen, wenn wir Vollgas geben würden. Aber ich bin Gold 4. Ich brauche nur noch eine Ding zu überspringen. Ich glaube, 200 Punkte fehlen, 230 oder so. Ich brauche auch nicht mehr viel bis Gold 4. Und, okay, aber das ist, also man könnte es noch schaffen, aber irgendwie haben wir echt diese Season nicht so viel gezockt wie letzte Season, muss ich sagen. Ja, das ist richtig, ja. Ja, hast du recht. Müsste man dann in Season 3 mal wieder ein bisschen erhöhen. Wann kommt das nächste? Ich glaube, Donnerstag, ne? 17. Das haben wir jetzt heute. 14. Ja. Mittwoch oder Donnerstag? Also, die neuen Operator gehören auf jeden Fall mir, Bolek. Ne? Also, Shotgun, ne? Wollte ich nur mal sagen. Die Shotgun wird wieder mies okay sein. Immer weg mit OP. Du sehen ja schon diverse Videos im Netz. Ist es so? Yes. Und ich lass mich da komplett überraschen diesmal. Na, ich hab mich schon eingedeckt mit Informationen. Ich kann da nicht warten. Gut. Wo sind die Küche, was? Hier unten. Yep. Achso, ja. Hallo Rook. Hallo Punkte und tot. Geben Sie mir Punkte. Hallo? Ich hab 0 Punkte. Wo sind die Küche? Ne, unten. Küche, ne. Oh, gib mir Punkte! Ja! Nein, Punkte! Nein. Yes, so ein Marvin, ja. So ein Marvin. So, oben war auf jeden Fall gerade noch was. So. Drone. Lassen Sie mich hören, ich bin der Blackbeard. Was sagt die Drohne, Marv? Alles free, können wir reinrennen. Freuen und Feind auf. No. Mach hier mal zum Raum rüber. Oben schaue ich auch mal kurz. Hier oben ist Ash. Alter. Das Killstealer, willst du mir nicht runterholen? Ja, bei deinem Potato Aim, du musst immer ein bisschen aushelfen hier. Please, ey. Okay, nehmen wir den Kill, ich glaube, es hackt. Kannst du. Ich schau hier aber nochmal. Da hinten war, glaube ich, die Frost, als ich noch. Ich schmeiß mal eine Drohne in die beiden Räume, die hier verbunden sind, rechts. Ey, guck, pass auf, drüben war die Cavera. Ist alles versteckt, by the way, Deko. Dieser Nebenraum hier. Ja, ich seh's. Aber drüben war die Cavera und die war an der Treppe da unten. Das heißt, die könnte von unten uns flanken. Komm. Ja, mal gespannt. Vollleck, die einmal durch den Bericht. Check da mal. Ja, Deko, nice call, aber war die Valkyrie. Die Cavera war da auch noch, glaube ich. Ja, dann sollen sie mal kommen. Soll ich hier aufmachen, Deko? ACOG gewinnt. Ich mach hier auf. Aber trotzdem Deko, super toll. Ich mach auf, Deko, ich mach auf. Wurde entdeckt. Warte mal, hier oben war das. Nice, Alter. Nicht mitbekommen, ey. Nice. Nice. Richtig weggerusht, Alter. Lol. Ja, komm. Warum ist der abgehauen? In so eine komische Richtung, naja. Ich hab beide Terminladungen angebracht. Job getan. Ja, hast du ja recht. Überlegen, ob ich mal den Doc spielen soll. Ich hab, glaube ich, noch nie den Doc gespielt. Casino, echt. Alle wollen Casino spielen. Dann nehme ich auf jeden Fall Mute. Echt, den Doc? Wie kommst du noch auf den Doc zu spielen? Weiß ich nicht. Doktorspielchen mit Monsieur. 66er Ping, ja, das Ding war das mit mir. 63. Okay, yeah. Okay, das könnte passen. Mal gucken. Ich gehe direkt nach oben, mach weiter.
Yes, okay. Gut, wenn ich verletzt bin und auf dem Boden liege, gebe ich das halt im 4 mir automatisch, oder? 4 halten. Zeig dir dann aber auch direkt an, wie du das machen kannst. So. Mein Gott, Potato Aim ist fucking Grounds. Ja. Und hier haben wir einen Tisch drauf. So, ich bin eigentlich, wenn wir Casino gehen, hier immer ganz gut. Ich habe meine AVS-Geräte noch gar nicht hingepackt. Oh Mann. BG! Das ist Bolek, wie wir ihn kennen und lieben. Er hat gesagt, dass er mich liebt! Das war aber Deko, lass diesen Moment einfach geschehen. Wo? No! Lass ihn schon auf! Hier, Deko, eins für dich. Danke, mich. Marvin ist wieder der miese Pro. Ja, niemand hat was gesagt, dass er auf ist. Ah, fuck. Digga, hast du keine Ohren? Alle sind da lang gelaufen. Nur ich werde abgeknallt. Ja, die anderen wussten wohl auch nichts. Okay, Fenster da ist wirklich offen, aber war niemand da. Ja, kamen eben noch Schüsse von rein. Hm. Also sich hinter die Bar zu chillen ist auch assi wegen dem Fenster hinter dieser Wand. Ja, oh Mann. Deswegen mach ich das auch selten. Na, die nehmen uns ein bisschen mies hoch hier gerade, wa? Geh mal hier, damit wir uns ein bisschen verteilen können. Jo, gut. Ob wir nehmen uns den Drop hier auf. Könnt ihr mal das reinkommen? Hier, das Termite, dahinter jetzt. Der den markiert. Da macht er da jetzt auf. Shit. So Leute, wird Zeit für unsere Reflexe. Ja, Frostfalle in dem Raum. Ja. Jetzt warten müssen wir gleich. War der Kapitän, der down ist. Lol, ich muss auf mich zielen. Lol, es geht nicht. Du musst einfach nur vier halten. Doch, GG, zwei Dinger verballert. Wow. Wow. Ich spiel mal Doc. Wow, ich hab's drauf. Diggi, woher soll ich das wissen? Verdammter Wichser! Jetzt geht's hinter mir auch noch ab. Alter! So, Deko, hier war ein One-Steps und ein Fenster. Ich hab die ganze Zeit One-Down, als ob die... Na, oh! Ey! Kann's einfach nicht mehr. Hä, wie seid ihr gerade aufgeholfen? Ah, da lag der die ganze Zeit, lol. Nice, und ich sag doch, ja, Fenster da ist aufgegangen, genau da. Kein Traps, richtig. Okay, also, war von mir, finde ich, nicht schlecht gespielt, abgesehen von den beiden Dog-Fails. Energiespitzen-Fails, muss ich sagen. Aber es ist halt, wenn man nicht weiß, wie es geht, Muchachos, entschuldigt das bitte. Ich habe wirklich noch nie Dog gespielt. Immer schön mit Energiespitzen. Das war jetzt übrigens tatsächlich der Beweis dafür, dass ich tatsächlich noch nie, never ever Dog gespielt habe. Also seit dem Overheal wahrscheinlich, oder? Seit dem Patch. Ja, davor glaube ich aber auch nicht. Wenn ich da was gespielt habe, dann den Rook, aber... Oh man. Läuft bei dir, Deko! Naja, ist ja egal, ne? Wir sind ja hier, wir sind MVP, also... Nullmal gestorben bis jetzt. Kann man machen. Den Standort des Fahrgutbehälters finden. Die sind bestimmt jetzt auch Casino. Meinst du? Ich bin auch, ja. Den bleib ich auch direkt oben. Wenn wir jetzt mal rausfinden, ob das jetzt ein guter Marvin-Call war oder ein Johnny-Call. Marvin-Call. Danke, da!
Shots fired! Und Nein! Der Fiesling! Nein! Ich glaube, Bolek hat sich zu mir gelockt. Ja, ich bin rausgesprungen durch ein Drohnenloch und dann stand, glaube ich, Kapkan da oder so. Direkt, ja. Okay, du bist rausgesprungen, in dem Moment kam ich rein und der Typ, der dir von innen hinterher wollte, hat mich gekillt. Ich mach oben auf, wer will mit mir kommen? Ich komme von, ja. Hinten. Doch, das Ding ist, wir müssen ja gucken, Marvin, du musst ja deinen Termite-Schüssel benutzen. Am besten machst du so zwei Seiten auf. Ja, ich mach oben auf und dann geh weg. Pass auf, ne? Pitch Moves und so weiter. So, ich geh die mal schon von oben, ich geh mal hier vorne direkt ins Fenster. Hier oben Schild, Valkyrie. Weitermachen. Nee! Dann tust du deine Riese. Digga. Toll, direkt ein AVS geschrottet. Mal machen. Oh. Alter, was ist das für ein Spot hier? Drohne wird losgeschickt. Ich höre Drohne rein. Ich messe dich. Hier scheint alles hier auf jeden Fall free zu sein. Ich ziehe bei Kyo wahrscheinlich nach unten abgehauen. Okay, dann sag mir, was ich auch machen soll, Nico. Ja, am besten den hier. Hier ist schon mal free. Gut. Dann geh ich direkt nach unten. Ja. Drohne aktiviert. Hütscher sieht aber auch mies durch, ne? Oh, unten bei der Ash. Mann, scheiße. Warten wir mal. Deine Ecke hinter der Bar ist auf jeden Fall einer. Jo. Marvin, brauchst du was? Deko, hast du die Treppe im Blick? Da kommt was hoch. Down, kann down. Oh fuck, wurde kaputt geschossen. Dann wäre mal scheiß. Keine Ahnung von wo. Ich schmetter mal eine Drohne rein. Na, hier hinter der Decke direkt der Rook. Und hinter der Bar ist der Smoke. Und jetzt geht's ab. Nein, scheiße, ich hab doch. Egal, Smoke fast drei Viertel down. Hab ich. Sehr schön. Nice. Nein, ich bin zum ersten Mal gestorben. Ich bin zum ersten Mal gestorben! Richtiger Wallhack! Was ein Hacker! Was ein Hacker, Muchachos! Unglaublich! Da lege ich mir mit der Drohne alles vor, hau den Rook um. Will mir noch locker den. So, jetzt nochmal Doc, aber ohne Fails. Arvin muss sich wieder alles stehlen. Ich hatte selber meine Drohne da. Aber das ist die Markierung. Predikant. Fische? Nimm mal Bendel, komm, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Jetzt wirst du aber Küche, ne? Ja, ich bin auch nicht so der Fan von Küche. Ich auch nicht, aber Küche genau. Ich würde sagen, die ganze Map ist einfach. Ich würde sagen, die anderen Aklak finde ich auch nicht so geil, muss ich sagen. Aklak, das ist kein großes Spiel. Aklak steht für Ziegenboden. Ziegenmann. Ah, was? Ja, siehst du, aber du hast die Silbe hast du wiedererkannt für Ziege. Ja, eben. Ja, Zufall, ne? Ich mach die Drops. Ich gehe aber in den Aklak-Oberraum. Aklak! Ja, ja. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Kampfgrad wird eingesetzt. Nein, warum macht der denn zu da? Ach. Oh. Macht der eiskalt dazu. So, ich hab ein Schild, ich hab hier auch 3 AVS, wo wollt ihr was haben? Die Drohne der Gegner hat sich lokalisiert. Ja, gute
Gute Calls. Hä, was? Dann baue ich mir selber eine Zukunft hier auf in der Küche und dann geht's jetzt gleich richtig ab. Wer zockt da den Puls? Der ist Smifflick. Im Peak. Ich setze den Sensor ein. Kein Plan, wo ich die AVS-Dinger pflanzen soll, ne? Ist egal. Dass ich mal aus Versehen auf die scheiß Messertasten gucke. AVS ist einsatzbereit. Boah, wenn die Hibana jetzt offiziell ist, ist die Wand hier aber auch Hündnap ist, dann ist die schnell durch. Sensor eingesetzt. Wow, ruckel. AVS ist einsatzbereit. Ah, die Wand ist nicht verstärkt. Nur das Beste, Muchachos, wenn ihr euch in-game mit dem Charakter zur Seite lädt, um eine Ecke zu gucken und dann aber selber auch mit Real Life den Kopf zur Seite dreht. Möchten Sie jetzt Ihre Retardness etwas kaschieren? Bitte? Möchten Sie Ihre Retardness kaschieren durch diese Erklärung, warum Sie gerade wahrscheinlich den Kopf gedreht haben? Warum kaschieren? Das ist eigentlich zugegeben, meine Retardness. Gut reden? I don't know. Kann kein Deutsch. Ich bin Ausländer. Hier ist irgendwo ein Sledge. Hab ich gerade irgendwas gehört. Was macht er da? Oh, Kavera macht alles solo. Lass sie mal machen. Lau, wurde gefickt! Cabrero holt sich zwei Leute, Marvin rennt dazu, wird gefickt. Wow. Nein! Ach! Der kam irgendwo von rechts. Oh mein Gott! Das hätten wir so easy 4-0 gewinnen können und jetzt klack! So, nur noch Bolleck? Digga, hörst du, wie es der hinter dir ist, Alter? War hinter dir? Ja, voll hinter mir, Mann. Ja, aber von hinter dir hat er geschossen. Ne? Vor allem, ich hab da ganze Zeit hingezielt, ne? Ich wollte den Typen killen, der dich verletzt hat. Was kommt? Jeder Dritte, der noch am Leben war, ist einfach voll in meine Linse gelaufen. Ich hatte schön. Voll in die Linse. Okay, da ist... Darf ich Bug spielen? Nein. Nein, darf ich nicht. Bitte dich verlängern, ja? Ordnung, das ist Daniel. Echt ein Game, das können wir... Easy, locker, flackig gewinnen. Easy, locker, flackig. So, was die schon wieder für Pings haben, Alter. Auf einmal, ne? Was dann verlieren wir eine Runde und dann schauen wir auf die Pings. Was zum Kräutergärtner? Ne, aber davor ist es keinem aufgefallen, komischerweise. Na, wahrscheinlich erst in der letzten Runde so Hyping. Ja, das meine ich ja damit so. Genau, Hyping. Wir machen jetzt mal an und dann geht's ab. Ach ja. Ne, Brücke ist clean. Aklak ist auch clean. Hier wurde noch nichts verstärkt, aber ich höre Steps in der Nähe. Wo? Casino? Casino. Nein, das Casino kann ich wieder von oben reingehen. Deko, magst du da mal irgendwas parken direkt? Oben. Da wo wir mal reingehen. Ich weiß, kommt man noch hin zu Fuß? Ja. Da ist der Druck, genau. Hallo. Punkt D. Selbstfalls wieder. Marvin läuft wieder falsch, warum er da hin will. Lass den Mann machen, der weiß, was abgeht. Wow. Ja. Na, nein. Na. Ja, nee. Bist du drin, Nico? Da ist ein Killhole. Nein, Frost, nein! Zu dieser Bücherei rüben, zu Killhole. Aber ja, Kavera ist da. Was für ein schöner Winkel auf die Bar. Ja, hier ist sie, ich hab sie mal. Oh, die ist hier in Camps, warte, ich kann sie markieren. Deko, geh rein, ich markiere sie dann. Ja, markier. Oh, ich hab dich bewegt, du siehst. Oh, geh da drauf! Bei der Treppe ist hier? Ja, das. Ja, die ist abgehauen. Weiß nicht, ob da noch einer ist. Ja, komm mal. Hm? Ist sie nach unten gegangen eigentlich oder ist sie? Ja, die ist nach unten gegangen. Ach ja, komm. Was soll's.
Ja, wenn ich nachlade, ist der Gegner da. Ich hasse es. War so ein easy kill jetzt, der mir durch die Lappen gegangen ist. Wow. Ja. Ich mal so cool, der Spot, wenn alles auf ist. Jäger. Ich hab mir die Kavera geschnappt übrigens. Sehr gut. Nee, Kavera ist noch am Leben. Nee, die lebt nur noch. Hä? Lol, wir kriechen, kochen da gerade rum. Lol, eigentlich hab ich rausgetappt. Weil wenn man bei Rainbow Six schleichen will und gleichzeitig aber gucken will, noch lebt. Und ja nicht oben rechts, nur rein. Hä, wo? Oh. Kann das im Raum, Alter? Schön. Deko kannst du retten, ne? Der ich hab sie eiskalt, hab ich sie nur down geschossen und bin wieder abgehauen. Mach, spiel nicht den Drop, hol die Deko. Oh nein. Nein. Warum hör ich noch den Trickratten-Typ, Alter? Nice, GG. Woo! Ah, wir haben gewonnen! Gewonnen, Muchachos, gewonnen! Am Ende nicht perfekt, so, aber hat funktioniert! Sehr schön! Ey, dass ich eiskalt wirklich abgehauen bin, obwohl ich die Kavera down geschossen hab, ne? Jawohl, Muchachos, 4:1! Und hier für HDN, wer sich mehr lassen, dann oben, der schaut bei Bolle vorbei, nicht zunächst mal! Rein! Bye, Muchachos!